Die Gruppe B war die aufregendste Zeit im Rallye-Sport überhaupt. Aber man hat diese Autos nie auf die Straße bekommen. Und das ändert sich jetzt. Denn wir kennen dieses riesen Restomod-Thema. Ja, und Porsches, das haben wir alle schon oft genug gesehen. Jetzt gibt es aber die einmalige Straße, ein Gruppe-B-Auto auf der Straße zu fahren, sogar mit Kennzeichen. Und damit hallo und herzlich willkommen im CarRange Einblick mit diesem Chimera 0730 Evolutione. Die Wiedergeburt des Lancia 0730 und auch etlicher anderer Legenden. Versprecht mir, heute bleibt kein Auge trocken. Kein Auge bleibt trocken, das verspreche ich euch. Und das hier sind die Augen, durch die der Chimera 0730 blickt. Und was wir hier vorne sehen, ist ein Lancia-Logo. Momentchen mal, das sieht aber nicht wirklich neu aus. Das sieht doch alt und gebraucht aus. Und das erklärt auch so ein bisschen die Geschichte von genau diesem Auto. Und die erzähle ich euch jetzt. Das heißt, wir kommen so ein bisschen zur Optik, reden über die Technik, schauen uns den Innenraum mit super viel Alcantara an. Passenderweise sind wir gerade bei Alcantara auf dem Hof, fahren dann eine Runde und es gibt auch ein Fazit mit dem Score für dieses Auto, von dem es 37 Stück gibt. Das Spannende da ist eigentlich, wenn man sich mal so die Fahrgastzelle anschaut, denn die kommt vom sogenannten Spenderfahrzeug. Jeder dieser 0730 Evolutionen basiert auf einem Lancia Beta Monte Carlo. Das ist auch insofern ganz interessant, dass wenn wir mal die Position der A-Säule sehen und dann die Verbreiterung dazu, sieht man natürlich noch besser, wenn wir uns das Ganze mal von der anderen Seite anschauen. Das heißt, der Beta Monte Carlo würde hier enden und wir brauchen einfach mehr für diese martialische Optik, die entsteht. Warum martialische Optik? Dieser 0730 Evolutione ist über 1,90 Meter breit, dabei nur 1,20 Meter hoch und ein Hauch über 4 Meter lang. Und ja, wenn man sich jetzt den traditionellen 0730 anschaut und den Chimera anschaut, dann sieht man natürlich die Gemeinsamkeiten. Aber alles ist ins 21. Jahrhundert und auf das nächste Level geholt. Ich finde es auch schön, dass alles, was hier zu sehen ist, funktional ist. Das heißt, wir haben überall Carbon zum Thema Gewicht. Und ja, wir gehen auch, wie gesagt, gleich auf die Technik ein. Dann wird euch einleuchten, dass das Carbon hier Sinn macht. Aber egal, ob es die Spiegel sind, ob es die Bremsanlage, die Felgen, alles ist Design. Das heißt, dieses typische Wählscheibendesign, auch das hat man einfach mal in die moderne Zeit geholt mit einer Zweifarbigkeit. Und das Bronze trifft sich auch super mit dem Grün. Das ist ein Esmerald Green. Und Esmerald ist insofern ganz sinnvoll, weil das Auto trägt einen Namen. Esmeralda. Und alle 37, die gebaut werden, werden den Namen von Frauen tragen. Das heißt, der Besitzer kann sich den Namen jeweils aussuchen. Und das ist auch so ein bisschen diese italienische Tradition und Freude, mit der man an das Ganze rangeht. 37? Nicht ganz. Es wird noch 7 weitere geben, die Martini 7. Und sagen wir mal so, ich gucke viele Autos an. Ich sehe viele Autos aus solchen Perspektiven und ich nehme das meiste recht entspannt hin. Als ich das erste Mal ein Martini 7 gesehen habe, ist mir ja was aus der Hose rausgeplumpst. Also ich war sowas von begeistert. Leider wird mir dafür das Kleingeld fehlen, aber es ist schön zu sehen, dass mit so viel Enthusiasmus sowas gebaut wird. Ganz spannend da auch das Firmenlogo. Also hier nochmal Chimera Automobili können wir lesen. Das heißt, wir haben den Schlangenhintern, den Ziegenmittelteil, wir haben den Löwenkopf mit dabei, also eine klassische Chimera. Ganz spannend, dass es Flügel hat, weil Moment hier mal, die Chimera, die wurde doch getötet mit der Hilfe von Pegasus. Das heißt, wenn Pegasus hier mit an Bord ist, dann haben wir quasi eine unbesiegbare Chimera, die wir vorfinden. Und dieses Design, also bitte, schöner geht's doch nicht. Wenn wir sehen, wie wenig nur die Fahrgastzelle sich von den Dingen abhebt, die hier irgendwo zum Fahren notwendig sind. Auch, dass sich in der Tür hier unten so eine Linie aufbaut und wird dann hinten bei der zweiten Linie vom Heck aufgegriffen. Hier oben die Lufteinlässe und wir sehen direkt in den Motorraum durch. Spannend hier. Tank. Okay. Das heißt, wenn ich auf die andere Seite gehe, werde ich da doch garantiert nicht noch ein... Oh, ja, dann hier irgendwo schließt sich also der Kreis. Aber alles, was hier wie Carbon aussieht, ist natürlich auch Carbon. Und dieser riesige Flügel und wieder runter, die durch Luft durchgeleitet wird. Dann sind wir auch schon fast bei der Technik. Da kann man nochmal schauen. Spannend von der Perspektive jetzt hier. Wir haben vorne 18, hinten 19 Zoll und wir fahren hinten 2,95er. Also da soll schon ganz schön was an Traktion bei rumkommen. Und vor allem auch, wie man zum Beispiel aus Gründen wie Gewicht und ja auch Bremsverteilung ist es nicht, aber halt Geometrie, die man da hat, die
Bremsbacken quasi von vorne nach hinten gelagert. Weil normalerweise hat man die immer vorne am Rad. Hier hat man das Ganze mal, den ganzen Bremssattel nach hinten geschoben. Ist ganz gut zu sehen. Das sind Brembo-Bremsen. Wer möchte, kriegt sie es auch als Carbon-Keramik-Bremsanlage. Spannende Geschichte. Und es ist halt einfach eine Evolution. Das heißt, alles an diesem Auto ist ein 037 ein bisschen weiter gedacht. Auch interessant, die Abgasanlage. Ich bin kein Freund von Rohren, die zusammen sind, aber das ist halt einfach unique. Und dann dieser Diffusor, den wir hier haben. Also gebt euch bitte diese Ansicht. Es gibt doch im Moment kein schöneres Auto. Also das ist 037-Vibes, leichte F40-Vibes, die noch mit aufkommen. Oh, ist das schön. Und dann immer halt garniert mit diesem Logo. So, und was haben wir denn hier drin? Das Spannendste eigentlich an dem Auto, wenn wir bei der Technik sind und wir hatten eben diese Carbon-Anteile und ähnliches, ist das Gewicht. Denn fahrfertig, so wie er hier steht, 1050 Kilo, ein 1-Tonnen-Auto. Und bis jetzt sind wir dabei, ja, das ist die Hommage an den 037. Der 037 ist wohlgemerkt das Auto, von dem Walter Röhrl am meisten überzeugt war. Das Lieblingsauto, mit dem er damals Rallye gefahren ist. Und er war Zweiter in der 83er Rallye-Weltmeisterschaft und konnte damit, weil sein Teamkollege war Dritter, konnten sie die Fahrerwertung zwar nicht, aber die Konstrukteurswertung nach Italien zu Lancia. Und das hier ist also eine Hommage an das letzte Auto, das mit nur einer angetriebenen Achse die Rallye-Weltmeisterschaft für den Konstrukteur gewinnen konnte. Das ist so die Optik. Die Technik hier drin erinnert aber auch an den Delta S4, der später gekommen ist, oder Lancia, einfach nur Lancia S4. Der S4 hatte nämlich doppelte Technik im Sinne von Kompressor und Turbo mit drin zu haben. Und genau das Thema haben wir auch hier. Wir können nur leider gerade nicht aufmachen, aber wir sehen da Turbo und wir haben auch einen Kompressor mit an Bord. Das heißt, wir haben 2150 Kubik, alles klar, 4 Zylinder, was auch der Tradition ebenwürdig ist und halt hier auch für das Thema Gewicht steht. Und daraus kommen bis zu 505 PS, 550 Newtonmeter auf 1050 Kilo. Er soll über 300 schnell werden. Ich glaube, man hat verstanden, worum es bei diesem Auto geht. Was man dann auch sehen kann, wenn man hier mal so eine Sekunde reinschaut, also ihr seht die Feder, aber wir haben auch 2 Stoßdämpfer auf jeder Seite. Das ist zum Beispiel auch etwas, was man beim 037 schon hatte. Und allein schon wieder das Getriebe hier direkt hinter Motor dran liegt. Apropos Getriebe, wo kriegt man ein Getriebe für so ein Gerät her? Ja, das ist eigentlich auch eine ganz lustige Geschichte, denn im 037 Evolutione, so wie er hier steht, ist das Getriebe drin, was man auch im Audi R8 und Lamborghini Gallardo finden konnte. Das heißt, ihr erinnert euch da an die 6-Gang-Schaltgetriebe, Gated Shifter. Genau dieses 6-Gang-Getriebe findet man eben hier. Und ganz vorne thront halt einfach das Logo vom Beta Monte Carlo, der ja die Fahrgastzelle spenden durfte. Denn alles bis auf die Fahrgastzelle ist quasi hier in die neue Zeit geholt worden. So, dann würde ich sagen, schauen wir doch einmal ganz vorne rein. Denn was ist da jetzt an Technik oder Details zu finden, wenn hinten noch der Motor ist? Das heißt, einmal gibt es hier unten eine Entriegelung. Ganz klassisch eigentlich. Wir haben es auch einmal knacken gehört. Und dann gucken wir mal, ob er direkt aufgeht oder Nachhilfe braucht. Kleine, kurze, befriedigende Pause für euch. Oh, ist das schön. Und wer das auch haben möchte, geht bei uns in den Shop und holt sich P21S Felgenreiniger von Dr. Wack. Hab tatsächlich kurz die zweite Hand gebraucht. Aber was sehen wir denn hier, wie dieses Auto gefertigt wurde? Das ist eigentlich der spannendste Teil. Carbon, Carbon, Carbon und nochmal Carbon. Nur so schafft man es natürlich auch, diese 1050 Kilo Leergewicht zu erreichen. Und wir sehen auch, dass alles, was vorne Öffnung ist, wirklich notwendig ist. Aber allein hier, ich meine, da ist mein Wischwasser drunter, da ist Carbon drauf. Und wer hat denn hier drauf unterschrieben? Ein gewisser Damon Hill. Noch nie von gehört. Der soll bei der Formel 1 96 teilgenommen haben. Ja, also Formel 1 Weltmeister sind ja auch mit an Bord. Und das ist mein Kofferraum. Jetzt bin ich wahrscheinlich der Einzige, der euch beim 037 Evo auch mal den Kofferraum gezeigt hat. Spannend, weil wir aber bei Alcantara auf dem Gelände sind. Und ich lade euch jetzt herzlich nicht nur dieses Auto ein, sondern ich habe ein Video gedreht, wie Alcantara entsteht. Denn Alcantara ist kein Leder, ist quasi veganer Innenraum, was ich so von hier sehe. Und Alcantara ist eine Marke. Das heißt, alles, was an Alcantara auf der Welt verkauft wird, kommt aus der Fabrik, die ihr da hinten seht. Also wir sind Hometown of Alcantara und das hat man hier auch umgesetzt. Das heißt, ich habe zum Thema Einstiegsleiste, brauche ich nichts zu sagen, aber ich habe quasi hier diesen Holm und der ist natürlich schön mit Alcantara ausgekleidet. Macht doch hier einen schönen Übergang von Grau zu Grün und das gleiche Spiel auch vorne und dann innen noch mit diesem Tan-Ton.
Und das ist natürlich das perfekte Farbzusammenspiel. Was viel Besseres, außer eine Martini 7 Edition, hätte man sich da eigentlich nicht überlegen können. So, ist natürlich die Frage, passe ich da rein? Und naja, sagen wir es mal so, in den Beta Monte Carlo würde ich ja auch einfach einsteigen. So. Ah, mit Kamera in der Hand ist wie immer alles schwieriger im Leben. Und dann muss ich sagen, geht es vom Platz. Ich habe sogar eine relativ liegende Position, bisschen anders als überrascht, anders als erwartet, also überraschend. Und dann hat man diese Schalensitze hier, die halt in ihrer Zweifarbigkeit wirklich schön sind. Auch diese einzelnen Alcantara-Elemente und natürlich in der Tür. Was ich halt besonders beeindruckend finde, sowas wie ein Türöffner zum Beispiel, das macht was her. Wenn ich eben diesen Hebel nehme, mit dem ich die Haube vorne geöffnet habe, meine Pedale oder auch hier die Lenkradverstellung, das ist aus einem Stück Metall. Und an solchen Ecken und Kanten merkt man, das ist halt nicht groß, der hier ist wirklich spannend. Wir haben quasi aus dem Spenderfahrzeug noch die klassischen Lenkradstöcke von früher. Die sind bei den Produktionsmodellen dann aber schon aus einem Stück Metall. Warum Produktionsmodelle? Hier in diesem Auto ist alles unbeschriftet, wie man sieht. Warum? Das ist Vorserie. Also wir sind im Auto Nummer 1 von 37 bzw. Nummer 0, also dem Prototyp. Das heißt doch sowas wie Zündung und das Auto starten ist hier noch alles nicht beschriftet. Ich habe auch keine Ahnung, was das hier in der Mitte alles macht. Hier hat man diverse Zusatzanzeigen, die kann ich euch vielleicht dann während der Fahrt zeigen. Und eine Klimaanlage. Damit sind wir also in der modernen Zeit. Bei diesem Auto sieht man auch, wir haben noch gar keinen Innenspiegel. Bei den späteren Produktionstypen gibt es dann eine Kamera, also ein Innenspiegel, der kamerabasiert ist. Dann ist halt wirklich schön sowas hier zum Beispiel. Das ist eine Sonnenblende, die ist aus Alcantara. Und dann habe ich einen Metallfuß, auf dem sie drauf ist. Oh, das ist etwa fest in Position. Ich will jetzt nicht so doll ziehen, aber ich glaube, ihr habt das Designthema verstanden. Dann habe ich diese eine große Carbonblende. So, was kriegen wir denn dann? Also, wir haben einmal Ladedruck-Turbo, Ladedruck-Kompressor, wir haben den Öldruck, wir haben die Temperatur vom Öl, wir haben die Drehzahl und wir haben die Geschwindigkeit vor mir. Und auf der Seite daneben, Moment, ich muss immer ein bisschen spickeln, haben wir Benzin und die Batteriespannung. So, weil ich, wie ihr merkt, ich sitze auch zum ersten Mal drin. Dann hat man dieses tolle, griffige Sparko-Lenkrad und es ist im Moment eine sehr funky Fahrposition, weil ich irgendwie nicht ganz in den Sitz so reinpasse, wie ich es gedacht hätte. Hier Sechsganggetriebe, wie eben schon erwähnt, aus dem Gallardo bekannt, aber ein Metallknubbel und drunter eine Carbonstange einfach nur und eine offene, schöne Führung. Das macht einfach Spaß. So, und dann gibt es hier hinten noch eine schöne Plakette, die ihr jetzt wahrscheinlich besser lesen könnt als ich sogar. Aber ihr merkt, alles hier ist eine Mischung aus Metall, Carbon und eben Alcantara. Und nochmal die Einladung, wer wissen will, wie dieses tolle, in dem Fall grüne Material entsteht, weil oh, wie schön das aussieht hier, der soll sich doch bitte mal meine Rundgang durch die Fabrik anschauen. Und ich würde aber sagen, wir drücken jetzt hier unten mal diese Taste und fahren endlich eine Runde, weil 2,1 Liter Hubraum, 500 PS, 1000 Kilo, ach ja, Fahrhilfen. Ich glaube, inzwischen hat man ABS. Ende der Geschichte. Puh, ich bin jetzt schon durchgeschwitzt, weil wie gesagt, ich habe nicht die perfekte Sitzposition. Auch da, wo man sein Bein abstellen möchte, hier unten ist einfach nur so ein Klumpen Alcantara. Ich bin gespannt. Wir fahren los. I'm just driving for 500 meters, but it's the most emotional four-cylinder you can have. Wenn du im dritten Gang aus einem Ort fährst mit einem Vierzylinder und das passiert,
atemberaubend. Man liest ja vorher schon viel über so ein Auto. Und weiß, dass es mehr kann als irgendein typischer 2-Liter Vierzylinder. Aber das, was hier passiert, ist abenteuerlich. Man muss die Drehzahl auch immer ein bisschen hochhalten. Der braucht das einfach. Das Getriebe hat Widerstände drin, ist aber gleichzeitig super präzise. Das hier ist Autofahren. Und wenn man so eine italienische Straße vor sich sieht, diese Geräusche von hinten, also eine Mischung aus Kompressor, Turbo, je nachdem, wo man gerade ist. Und immer, wenn man aus der Last geht, so ein Pfeifen dazu bekommt. Also mehr Gruppe B. Ich fahre bis jetzt 2 Kilometer, aber mehr Gruppe B geht nicht. Das Auto ist super hart, hat auch so dieses leicht Rappelige drin. Das bedeutet aber nicht für wenig Qualität, sondern einfach, wie leicht es ist und wie leicht es sich anfühlt. Aber du fährst durch eine Kurve und... Das ist endlich mal präzise Lenkung. Und das ist das, was ich meine mit Autos müssen leiser sein. Leichter sein. Ich meine, ich schreie euch an, weil der Licht leise ist. Aber man merkt auf jedem Millimeter, wie das Gewicht ihm hilft, was halt einfach weg ist. Das ist so, wie wenn man eine Renault Alpine nehmen würde und mal so bauen, wie man sie haben will, nämlich mit ein bisschen mehr Leistung und vor allem auch weniger Fahrhilfen. Keine Automatik, sondern man macht hier einfach als Fahrer alles selbst. Das Getriebe, muss ich auch sagen, die Kupplung hat zwar einen gewissen Widerstand drin, ist aber durchaus fahrbar, muss ich sagen. Also das heißt, in dem Moment, wenn man den Punkt einmal hat, noch in die 2 geht, das Auto wehrt sich nicht. Du musst dich nur ein bisschen mit ihm anfreunden, dann geht das. Das heißt, wenn er die Temperatur hat, ihr merkt, ich bin ein bisschen außerhalb quasi von meiner Komfortzone, aber nur, weil ich mit euch reden muss. Das Auto macht es mir an sich leicht. Das Interessante da ist, das ist jetzt gerade nicht super schnell, weil wir in der ersten Map fahren mit wenig Leistung. Ich glaube, jetzt sind wir gerade bei 250 PS. Aber die reichen eigentlich schon, um diese eine Tonne Auto richtig zu bewegen. Und um das Gefühl mal zu kriegen, wie das im Motor hier zusammenarbeitet. Das macht einfach nur... Walter Röhrl hat ja bekanntermaßen gesagt, dass der 037 sein Favorit ist. Und ja, ich verstehe warum. Weil in der Rallye damals war es das gleiche. Die Autos sind größer, schwerer, stärker geworden. Und der 037 war der Gegenentwurf. Er war weiterhin leicht, Hinterrad angetrieben. Und Gewicht ist der Schlüssel. Und wenn ihr euch gedacht habt, okay, der ist hübsch und all sowas, ich möchte aber halt auch ein Auto, das gut fährt, genau das ist es. Okay. Was wir jetzt gemacht haben, ist nochmal von Stufe 1 zu Stufe 3 zu wechseln. Und das bedeutet halt, dass wir unsere Leistung mal eben verdoppelt haben. Es wird selbst im dritten, wenn ich untertourig bin. Ich habe gerade so ein kleines bisschen nur Gas gegeben. Du spürst schon, wie das ganze Auto nach vorne will und wie diese 295er an der Hinterachse einfach notwendig sind, um hier sicher unterwegs zu sein. Der Sound alleine, es ist gar nicht die Leistung oder die Beschleunigungswerte, weil auch wie immer im Leben
wird jemand zügiger fahren können als wir. Aber das macht dir nichts. Weil in dem Moment, wenn du hier diese ganzen Sounds einfach hörst, Straßen haben natürlich eine gewisse Unruhe und was wir da merken, er ist agil, aber nicht fragil, im Sinne von, er ist genau für solche Straßen gebaut, denn das gleicht er sehr gut aus. Natürlich musst du halt schauen, dass diese kompletten, was haben wir dann, 59 cm Gummi auch irgendwo auf der Straße liegen und sich damit verbinden, weil du brauchst jedes bisschen Grip damit. Aber ich meine, man sieht ja, wenn man den Wert und die Seltenheit bedenkt, man traut sich schon ein bisschen was damit. Ich glaube, wenn man mit diesem Auto länger unterwegs ist und es ist das eigene, dann geht hier wirklich sehr, sehr viel. Das heißt, jedes Mal, wenn man so ein bisschen will, dann... brauchst du nie Vollgas. Wir sind ja auch gerade im normalen Verkehrsgeschehen. Das muss man sich mal vorstellen. Hier sind normale Autos unterwegs und dann kommt ein Lancia 037, der kein Lancia ist, sondern ein Chimera ist. Das heißt, das Auto hat die Leistung und das Gefühl, was die Gruppe B damals gemacht hat und du kannst es fahren. Der Lancia hatte nur 205 PS für die Straße und der hier hat 505. Das hier ist genau das Paket, was du damals auf der Strecke hattest. Und Walter Röhrl hat gesagt, wie direkt dieses Auto ist. Und it feels like a dream. Ja, das Auto fühlt sich einfach wie ein Traum an. Und du hast ja diese kleinen Ecken, schlechte Straße. Das ist einfach Wunder. Wunderbar. Und das Auto sieht schön aus, aber es fährt sich auch schön, weil es macht keine Spirenzchen. Du brauchst gewisse Kräfte, weil das Auto will geführt werden. Das will dich nicht von A nach B bringen, sondern das sagt dir, zeig mir, wie ich zu funktionieren habe und dann mache ich es auch. Es fühlt sich halt wie ein Traum, aber du musst ihn so ein bisschen in der Last halten. Ich traue mich nicht, 100% der Leistung zu geben, allein schon aufgrund des Untergrunds, aber ich glaube ihm jedes einzelne PS, mit dem er angegeben ist. Und ich würde sagen, ich setze mich jetzt mal hier drüben auf den Nachbarsitz und versuche das so ein bisschen für euch zusammenzufassen. How do you want me to drive? As you want. Maybe not completely insane, but... But you don't have to keep the revs low or something like that. Okay. Because it's authentic to have some sound in the car. Okay. So, wie ihr merkt, ich lasse mich jetzt ein bisschen fahren, um auch mal dieses Erlebnis zu kriegen. Ah, es waren also diese 505 PS. Und unser Score ist natürlich echt unfair zu so einem Auto. Das Wichtige ist eigentlich, es gibt nichts Schöneres und ich habe noch nie einen so wilden Vierzylinder. Dieses Auto ist einfach nur wild in jeglicher Hinsicht, aber nicht unkontrollierbar. Solange du sanft zu ihm bist, ist er auch sanft zu dir. Aber das Auto will jederzeit von dir wissen, dass du der Fahrzeugführer bist. Im Sinne von, du hast gewisse Bedienkräfte, du musst die Kupplung ordentlich treten, du musst den Tritten ordentlich treffen, du musst ein bisschen reinhauen. Und wenn du dann ein guter Fahrer bist, der das Auto kennt, dann sind hiermit halt Dinge möglich, die sonst kein Auto kann. In Summe ist es aber einfach ein Stückchen Kunst, also eine Hommage an das Original, weil es die richtigen Stellen verbessert hat, ohne zu übertreiben, allein die Formen, wie sie geblieben sind. Dann das Lancia Motorenkonzept, der 037 hatte nur einen Kompressor, also hat man die Turbo-Kompressor-Variante vom S4 genommen. Das einfach von null angefangen, um dann zu sagen, es gibt diese 37 Autos, die schon ausverkauft sind. Deswegen in der Anschaffung trotzdem ganze zwei, weil das halt nicht dieses super Millionen-Dollar ist. Du machst so bei einer guten halben Million links los. Unterhalt. Ich glaube, da kann man jetzt nichts Positives oder Negatives sagen. Ich blende jetzt hier und da mal so ein paar Punkte ein. Wir springen mal drüber weg. Platzangebot, ich kann meine Beine gerade ausstrecken. Ist wirklich gut. Komfort. Wen interessiert denn Komfort in diesem Auto? Und wiederverkauft. Ich glaube, das
das Auto will man nicht wieder verkaufen. Jedes Auto ist ein Unikat mit einem Namen. Das Alcantara innen, die Farbe außen, alles ist von mir bestimmt. Das heißt, ich kann es so abstimmen, wie ich es genau haben will. Ja, und beim Herz fällt es mir natürlich leichter, weil die Optik 10 von 10, Fahrspaß 10 von 10, Klang 10 von 10, Image 10 von 10, Ausstattung. Ja gut, also ich habe sogar mein Display hier. Ich habe hier und da gehört, dass ich sogar CarPlay hören könnte. Und ich habe eine Klimaanlage, das ist nicht verkehrt. Da gebe ich ihm jetzt nochmal 3. Aber die Gesamtpunkte, die ich habe, sind mir eigentlich egal. Weil es geht doch nur darum, was man hier für Gefühl hat. Could you give us one more acceleration to the other side? Ja, okay. Also das wollen wir doch noch einmal einmal richtig. Exactly. That's what Automotive Germany wants to see here. That's Group B feeling 100%. Going sideways up the Italian roads. I think that's what you call Bella Macchina. Bella Macchina. So, Leute, das war's jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und habt dieses Gefühl getankt. Weil das Auto ist kein Auto, es ist ein Gefühl, diese Kombination aus Design, Leistung, Geruch und einfach, ja, wie man mit dem Auto spielen kann. Ich habe es ja eben so ein bisschen in der Lenkung gefühlt, aber ich hoffe, ihr konntet mich hören, ist aber auch egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge, da geht es wieder ruhig zu. Ich bin sicher, macht euch keine Sorge. Ciao.